Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute am Techniksonntag, dem 7. Januar 2018, sage ich ganz herzlich ein frohes neues Jahr an alle die, die mein Video zu Neujahr noch nicht geschaut haben. Und wir haben mal wieder die ganz vertraute Arbeitsumgebung von oben nach unten. Das Einzige, was Neues ist, ist der Halter. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir einen anderen kaufen werde, dass ihr nicht immer so schaukelt. Das hat ganz gut funktioniert. Aber es ist ein anderer Blickwinkel und da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Wir schauen einfach mal. Wir fangen einfach an und seht mir also nach, wenn ich immer noch in der Probierphase bin, wie denn hier alles so funktioniert. Ja, unser Thema heute, Brusho, das sind unsere neuen Farben aus dem Frühjahr-Sommerkatalog. Und ich möchte sie euch gerne vorstellen und euch gerne näher bringen. Darum machen wir da mal eben am Techniksonntag eine Karte dazu. Seht ihr hier? Das Kabel von meinem Mikrofon kann auch nicht mehr so, wie es immer war. Also lasst euch nicht irritieren von dem Kabel, es ist nur mein Mikro. Ja, wir kriegen also 5 Farben im Karton. Natürlich habe ich damit schon ein bisschen rumgematscht und matschen ist auch, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ich zeige euch einfach genau, wie es geht, was man machen kann. Aber natürlich sind auch eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. So. Hier steht schon drauf. Poke 2 to 3 holes in the lid. Das heißt, man macht sie nicht hier auf, wofür auch immer man hier so einen Öffner hat, sondern man sticht mit einem kleinen Werkzeug. Und ich bin heute mal ganz vorbildlich. Es gibt ja von Stamping Up so ein Werkzeug. So ein ich stech dich ab Werkzeug. Und ich hätte das gern scharf. Geht das auch noch? Kriegen wir das noch hin hier? Naja. Ne, kriegen wir nicht hin. Doch, so ungefähr. Also, ein Poke-Werkzeug zum Löcher machen. Gibt es von Stamping Up auch. Und mit dem kann man wunderbar hier schön Löcher in die Deckel machen. Ich habe sie mittlerweile zugeklebt mit Tesafilm. Wenn man sie nicht braucht, dann kann man sie ganz gut zukleben. Gut, dann nehmen wir einfach den Deckel mit ab. So, da sind Löcher im Deckel. Und wir haben 5 verschiedene Farben. Dieses hier ist ein Orangeton. Dann haben wir Brilliant Red, einen Rotton. Wir haben Yellow. Wir haben Prussian Blue und wir haben Moss Green. 5 verschiedene Farben. Ich mache euch auch jetzt mal eins auf. Das habe ich nämlich mir fest vorgenommen, euch zu zeigen, wenn man das hier aufmacht. So, man kann das einfach abziehen und dann macht man das einfach auf. There you go. Moss Green. Ihr werdet es nicht brauchen. Das ist die größte Sauerei ever, wenn ihr so arbeitet. Ich zeige euch genau warum. Wir nehmen uns einfach ein Stück Karton. Ich habe hier zufällig gerade noch was über. Und ich versuche mal, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Oh. Ja, ich habe es versucht. Mach schnell Deckel wieder drauf. So, und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, dieses Pulver in Gang zu setzen. Eine davon heißt Wasser. Da ich jetzt hier relativ viel Pulver habe, nehme ich natürlich auch gleich mal mein großes Wasser. Ihr kennt ja schon meine große Sprühflasche.
und versuch mal, nicht die ganze Umwelt mit in Mitleidenschaft zu bringen. Und ihr seht, das ist einfach zu dunkel. Too much. Viel zu viel. Man braucht so viel Wasser, um das hier irgendwie zu aktivieren. Aber, naja, es ist halt einfach zu viel Wasser. Und es ist einfach too much. Darum, boah, ich lege das erst zur Seite. Das geht so nicht. So, da legen wir es hin, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht den ganzen Schreibtisch einsaut. So, darum nehmen wir einfach nur die Deckel ab. Also machen Löcher in die Deckel und arbeiten dann mit den Löchern im Deckel, die man hier einfach hier aufmachen kann. So. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, unser Brochot-Pulver zu benutzen. Es gibt zwei grundlegende Unterschiede. Einmal gibt es die Möglichkeit, ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich im Bild arbeite. Da muss ich ja noch ein bisschen mehr drauf achten jetzt, glaube ich. Also sollte ich noch nicht. Ich meine, ihr habt noch nicht so viel verpasst, glaube ich, aber gut. Also, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, mit Brochot zu arbeiten. Entweder nehmt ihr euch einen Wassertankpinsel und macht hier schön mit dem Wassertankpinsel feucht. Nehmt euch dann Brochot und streut das da drüber. Sollte das noch nicht reichen, so wie hier, es sind nur sehr wenige Punkte, die aktiviert werden. Könnt ihr das sehen? Ich kann uns auch noch mal näher kommen. Es ist noch sehr punktig. Dann kann man also hier mit dem Wassertankpinsel ruhig noch mal ein bisschen Feuchtigkeit nachlegen. Und hier so ein bisschen drüber. Dann macht das Farbe. Die zweite Variante, ich mache den nur mal eben sauber, nicht, dass ihr euch erschreckt. So, die zweite Variante ist, da nehmen wir jetzt unseren Spritzer für, dass wir zuerst eine Fläche besprühen und dann das Brochot da reingeben. Das ist die Variante, die mir sehr viel angenehmer ist, weil ich das hoch, ich wollte immer schon mein Büro putzen heute, weil ich dieses Gespritzte einfach sehr schön finde. Und wie ihr seht, je mehr Wasser ich da drauf verteile, desto dunkler wird das auch. Und damit kann man ganz, ganz tolle Effekte erzielen. So, dies hier sind also die beiden grundlegenden Arten. Entweder zuerst feucht machen, dann Brochot rein oder erst Brochot hin und dann feucht machen. Zwei unterschiedliche Arten. Und dann haben wir ja noch eine ganze Menge unterschiedliches Papier bei Stamping Up. Auch das möchte ich euch gerne vorstellen und zeigen. Ich habe euch mitgebracht Aquarellpapier, ich habe euch mitgebracht Pergamentpapier, ich habe euch mitgebracht normalen flüsterweißen Cardstock, also nicht den extra dicken, obwohl ich euch den auch mitgebracht habe, keine Frage, aber dieses hier ist normal, das ist extra dick, ich kann euch das auch nochmal markieren, dieses ist normal, das ist extra dick. Damit ihr das begutachten könnt, haben wir noch ein bisschen Platz, haben wir noch, ein bisschen geht noch. So, dieses hier ist unser Glossy-Papier und ich habe mal farbigen Cardstock dazu genommen.
Und dann schauen wir mal, was daraus so wird. Ich habe ja gesagt, ich bevorzuge die Variante erst, den Brusho zu verteilen und das dann mit Wasser zu aktivieren. Das machen wir auch einfach mal. Auf den verschiedenen Papieren machen wir einfach mal ganz großzügig hier ein bisschen mit Rot. Und das, ich denke, das wird die Kamera nicht einfangen können, aber das verhält sich so ein bisschen wie Puder. Wenn ihr da hinten drauf kloppt, kommt da vorne was raus. Seht ihr, wie fein das ist? Ihr müsst also, zweites oberstes Gebot beim Arbeiten mit Brusho, euren Arbeitsplatz mega sauber halten. Ansonsten passiert euch nämlich das, dass ihr noch so ein Pfützelchen irgendwo rumliegen habt und der ist dann mit in dem Projekt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Darum müsst ihr wirklich mega drauf achten, euren Arbeitsplatz sauber zu halten. Weil sonst gibt es ungewollte Effekte. So, machen wir noch ein bisschen blau. Also wie ihr das hier, da ist ja eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Da könnt ihr ja loslegen, wie ihr wollt. Der grundsätzliche Tipp, und das zeige ich euch nochmal an meinem Projekt von gerade eben. Der grundsätzliche Tipp ist nur, dosiert euer Wasser vorsichtig. Wir sind immer noch in dem Projekt. Wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen nachlege, wird das nochmal wieder dunkler. Ich wäre also sehr vorsichtig damit, denn irgendwann, seht ihr das hier, entsteht so eine Pfütze und die läuft. Auch das kann ein gewollter Effekt sein, aber wenn wir uns mal hier unser Riesenprojekt von gerade eben angucken, es kann auch ganz blöde in die Hose gehen und hässlich aussehen. Darum müsst ihr einfach ein bisschen auch experimentieren, damit ihr ein Gefühl für Brusho kriegt. So, Glossy Papier, extra dick, normal dick, Venom, Aquarellpapier und Farbkarton. Jeder zwei Spritzer abgekriegt und schon seht ihr, dass sich das alles unterschiedlich verhält, am stärksten bei ihm hier. Könnt ihr das sehen, was er macht? Nur weil so ein bisschen Wasser in Gang ist. Also er mag überhaupt kein Wasser. Wie ihr seht, das ist sehr schade, weil ich ehrlich gesagt finde, dass es mit ihm hier die schönsten Effekte gibt. Darum, hoch, jetzt schmieren wir richtig rum, habe ich, als ich das probiert habe, das Papier genommen und getrocknet. Und das mache ich mal eben auch für euch. Unser Heißluftföhn, Stufe 1 und trocknen. So, was man dazu sagen muss, ich habe mit noch relativ wenig Farbe benutzt. Ich zeige euch mal mein Probe-Venom, wenn ich es denn finde. Hier. Ich finde den Effekt schon sehr schön. Entschuldigung, kleiner Frosch im Hals hier. Aber dass sich dieses Venom halt irgendwie in alle Seiten biegt, ist irgendwie nicht so schön. Ich habe das auch nochmal ausprobiert auf einem großen Stück. Da funktionierte es etwas besser, wenn man nur die Mitte benutzt. Aber es ist natürlich dann auch sehr viel Papierverschwendung. Wobei ich den Effekt wirklich mega schön finde. Gerade dieses hier. Gut, Venom. Wir machen weiter. Wir gucken uns den Rest an.
Es ist noch nicht so viel passiert. Wie ihr seht, bei dem Glossy steht die Pfütze noch, weil die kann ja nicht weg. Alle anderen sind mittlerweile schon so ein bisschen eingezogen, was ja auch schon mal ganz nett ist. Die können auch alle noch ein bisschen mehr Wasser vertragen. Also machen wir da einfach noch ein bisschen mehr Wasser drauf. Machen wir mal noch 2, 3 so für jeden. Tobi. So, und wie ihr seht, ist vom Verhalten zwischen unserem normalen unserem farbigen Cardstock, dem normalen und dem extra dicken, nicht so ein großer Unterschied. Da könnt ihr also benutzen, was ihr mögt und was gerade in euer Projekt so reinpasst. Dann haben wir nur noch hier unseren... Ich habe immer noch einen Frosch im Hals, Entschuldigung. Unser Aquarellpapier und das Glossypapier. Und da zeige ich euch auch einfach schon mal die trockenen. Lege ich einfach mal meine dazu. Ne, wir machen erstmal nur die beiden. Also Glossy haben wir hier. Finde ich auch sehr schön. Hier ist noch ganz viel Pulver drauf, was nicht aktiviert wurde, wie ihr seht. Aber das hat eine Ewigkeit gedauert, bis das wirklich trocken war. Und ich habe tatsächlich zum Schluss auch noch mit dem Föhn nachgeholfen. Sagt doch Bescheid, dass ihr nichts seht. Also, hier ist noch ganz viel Pulver drauf. Und ich habe zum Schluss tatsächlich mit dem Föhn nachgeholfen. Aber Glossy geht ganz gut. Was in meinem Empfinden nicht gut geht, ist Aquarellpapier. Bei diesem Aquarellpapier, bei diesem hier habe ich jetzt natürlich noch sehr viel weniger, da finde ich es schon besser, aber dieses hier habe ich also richtig voll gemacht mit Wasser. Blau und rot, und wie ihr seht, verläuft das auch zu einer homogenen Masse. Wenn ihr das leiden mögt und so machen wollt, kein Problem. Ich mag es so überhaupt nicht mehr leiden. Ich mag den Effekt von Brusho, wenn er so sieht, wie wenn er ein bisschen aussieht wie, ja, wie so eine Silvesterrakete, finde ich ihn sehr viel schöner. Aber das ist ja jetzt eure Kreativität, die euch da einfach überlassen ist. So, hier haben wir nochmal zum Vergleich extra dick und normal dick Flüsterweiß. Habe ich auch einfach schon mal probiert gehabt. Tut sich nicht so viel. Auf jeden Fall, Papier und Wasser ist ja grundsätzlich schon mal ein Problem. Und man muss wirklich darüber nachdenken, je mehr Wasser man auf dieses Papier kippt, desto schlimmer wird das Problem. Hier haben wir nochmal den farbigen Cardstock. Habe ich auch hoch. Auch einfach noch ein bisschen ausprobiert. Ist auch... ja, mehr Wasser gewesen. Auf jeden Fall mehr als hier. Aber ihr müsst eben einfach immer sehen, was ihr erreichen wollt. Wenn ihr einfach eine Hintergrundgeschichte macht, klappt das so sicherlich prima. Mit Akzenten wird es, glaube ich, einfacher so. Da kommen wir nämlich dann auch schon zum nächsten Punkt. Jetzt muss ich mal eben hier... Machen wir die Sauerei mal eben ganz kurz ein bisschen weg. Und dann möchte ich euch nämlich noch was zeigen, was man mit Familie Brusho so machen kann. Das legen wir mal hier drauf. Und dann nehmen wir uns eben ein Tuch und versuchen hier mal eben so, ja, die größte Sauerei wegzumachen. Und ihr werdet jetzt sehen, die Sauerei wird gleich immer größer werden. Weil man ja die überschüssigen Farbpigmente mit Wasser alle noch aktiviert. Auch hier könnt ihr das sehen. Nein, könnt ihr nicht, weil da kommt mal eben mit drüber. Rüber, da. Genau. Bisschen Wasser drauf und schon ist der ganze Tisch dreckig. Also, machen wir das anders. Ich mache hier eben sauber und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Heiland die Wolke. Guckt euch das mal an. Also es ist wirklich nicht meins,
Darf ich das so sagen? Ja, ne? Ich habe es euch trotzdem gezeigt. Und ich zeige euch auch noch eben den Rest, was ich denn noch sagen wollte. Es gibt noch eine Möglichkeit, mit Brüssel zu arbeiten, die ist vielleicht nicht ganz so sauig, wie das, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Und zwar nehmen wir einfach einen Acrylblock, machen hier in die eine Ecke ein ganz bisschen grün und in die andere Ecke ein ganz bisschen gelb. Und dann nehmen wir ein Stück Cardstock, auf dem habe ich unser Gänseblümchen in weiß embossed. Und dann nehmen wir unseren Wassertankpinsel und dann können wir einen Tropfen auf den Acrylblock machen und Brusho vermengen, was man jetzt natürlich sehr schlecht sieht, weil das Unterteil ist gelb. Also hier ist dann gelb auf dem Acrylblock. Und dann kann man hier einfach ganz normal, wie wir das dann auch tun würden, wenn wir jetzt Stempelfarbe auf unserem Wassertankpinsel hätten, kann man hier die Blümchen ausmalen. So, und dann machen wir einen zweiten Tropfen in die grüne Farbe. Vermengen die hier auch so ein bisschen und können damit vielleicht ein bisschen draußen herum . Das ist etwas filigraner, macht nicht ganz so viel Sauerei, aber ich finde, dann kann man auch Stempelfarbe benutzen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Vielleicht hast du Spaß daran, mit Brushes dich auszutoben. Schaut mal hier. Ich habe es eingangs erwähnt, wenn man nicht hundertprozentig sauber macht, da ist es auch schon. Kann man das erkennen? Ich weiß es nicht. Kleine blaue. Ich wollte eigentlich nur den Pinsel sauber machen und naja, mit Wasser aktiviert sich das halt. Und ja. Well, natürlich habe ich auch ein Projekt vorbereitet, was in unser Technikbuch kommt. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Aber ich muss erst hier mein Projekt retten, nicht dass das jetzt auch noch einsaut. Ich habe nämlich, diesmal ist es nicht so richtig fertig, aber ich finde es sehr eindrücklich für unsere Technik. Also, der Schmetterling ist mein Versuch gewesen, auf einem großen Stück Papier, also auf einem großen Stück Venom, also auf einem großen Stück Transparentpapier heißt es, glaube ich, mit Brusho zu arbeiten. Und ich habe gedacht, naja, wenn ich das schon mache, dann kann ich auch einen großen Schmetterling ausstechen ist auch gut, ne? Ich bin noch irgendwie in Plätzchen hier. Und hier habe ich embossed gemalt, drumherum gemalt, so wie wir das gerade mit dem Gänseblümchen gemacht haben. Und auch hier siehst du einen roten, ich habe nicht richtig sauber gemacht, Fleck. Darum habe ich einfach gedacht, ich lasse die Karte so und mache jetzt nicht nur einen Spruch oder ein Sternchen oder was auch immer, sondern ich lasse sie genau so als unsere gemeinsame Erinnerung fürs Technikbuch von dieser Technik. Ich finde, es ist alles gezeigt, was man damit zeigen kann. Zumindest das, was ich bis jetzt kenne. Solltest du noch eine andere Idee haben, was man mit Brusho machen kann. Ich habe noch 98% von dem Karton. der wird jetzt erstmal bei mir in den Schrank kommen, weil, wie gesagt, das ist nicht meins. Aber wir haben ja für jeden was dabei. Von daher, vielleicht ist es deins.
Schreib mir einfach, wie du Brushu findest. Vielleicht hast du noch einen Tipp für mich, wie auch ich mich Brushu nähern kann. Nähern kann. Also wie Brushu und ich hier Bros werden und so. Dann schreib es mir einfach in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf den Blog. Komm in unsere neue Kreativgruppe. Bei Facebook, beim Stempelpalast, gibt es eine Kreativgruppe. Und da kannst du uns gerne auch deine Brushu-Werke zeigen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich über ein Abo. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über einen Daumen runter. Ich fände dann nur schön, wenn du mir dann auch einen Kommentar schreibst, was du nicht so schön findest an diesem Video. Ansonsten weiß ich nicht, was ich mit dem Daumen runter so anfangen soll. Ich habe Gott sei Dank noch nicht so viele, aber ich möchte mich natürlich auch weiter entwickeln, möchte das gerne so machen, dass es für dich verständlich ist und würde dann mich auch eben über Anregungen oder Kritik freuen. So, ich bin jetzt erstmal fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche zum Thema Stamping Blends, glaube ich. Ich glaube, das war der Plan. Ich muss noch mal auf meinen Zettel gucken. Stamping Blends. Oder waren die erst übernächste Woche dran? Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es die im Januar noch. Es gibt noch Aquarellstifte. Das ist das letzte im Januar. Es gibt Stamping Blends und dann die Write Marker dazu. Und ich habe das ist unglaublich, schon wieder vergessen. Ich gucke auf meinen Plan. Ich arbeite euch das auf jeden Fall alles ab und dann müsst ihr euch ganz kurz noch überraschen lassen, was es nächsten Sonntag gibt. Also, alles Liebe und bis nächste Woche. Tschüss!